Hallo und wie geht's denn so? Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor, nicht Fallen Order. Ich wollte mich wieder versprechen. Ich muss mal ganz kurz Schnellreise in die Pongqi-Höhlen. Denn da gab es noch diese eine Tür bei dem Rancor. Die drei Duellanten sind ja tot, aber es gibt immer noch anscheinend noch bei denen noch die Kiste drin. Die Kiste, wo man dann. Mir müsste, glaube ich, noch der Griff für das Duellantenset fehlen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Stimmt, wir haben auch den Shortcut. Da muss ich auch nicht ganz nach unten, oder? Der fährt sogar ganz runter. Ah, natürlich ist nicht so schön. Das war, glaube ich, auf der mittleren Höhe. Oder? Das war auf der mittleren Höhe. Ja, ich muss also doch nochmal den langen Weg gehen. Nein, wirst du nicht. Oh, ich hab doch nur. Oh ne, es kommen noch mehr von denen. Zuerst so, mal geht es hier rüber. Okay. Komme ich hier noch irgendwo weiter in die Richtung, wo ich hin will? Das ist tödlich. Das ist auch tödlich. Ne, ich muss das nochmal manuell. Ach, das war ja gleich hier links unten, ne? Ja, was war da drüben? An diesen herrschaften Druiden vorbei. Nö, kein Bock. Könnt ihr mich mal jetzt in Ruhe lassen? Da hinten kommt man, glaube ich, noch irgendwie hin, ne? Ich brauche auf jeden Fall, ohne zum Rancor zu gehen, eine von diesen Pilzbomben. Und welch ein Zufall, hier ist auch schon eine. Sag bloß, geh nicht hoch. So, kann ich jetzt einfach hier vorbei, ohne dass mich der Rancor sieht? Jo, das klappt. Irgendwie ironisch. Wir sind hier tief unter der Erde, um einen Weg durch die Sterne zu finden. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, Padawan. Unabhängig von Rang. Wahrscheinlich. Jo, wie oben so unten. Gib mir mal mein letztes wohlverdientes Teil. Du Lunch, ah ne, der Schalter war's, der Schalter war's. Den Rancor, ja, den mache ich irgendwann mal noch später. Hier oben gibt es noch was, was ich mir gerne holen wollen würde. Denn hier hinten ist nämlich noch eine ganze Etage. Da scheint noch irgendwas zu sein. Ja, da ist auch noch irgendwas. Genau hier. Nummer 1. Nummer 2. Ich brauche einen. Ihr wollt mich immer noch, ne? Und runter. Kaputt mit dir. So, Kiste. Und wir kriegen Material für unsere Bomberjacke. Na, das, was ich eigentlich am wenigsten wollte, übrigens. Hier gibt es nicht noch irgendwie mehr. Noch was zum Scannen gibt es auf jeden Fall. Dann machen wir BD. Ein Raider Depot. Ich will nicht zum Rancor. Beziehungsweise ich kann einfach hier an ihm vorbeigehen zum Shortcut zurück. So, tschüss Pilz. Hallo Pilz. Das war doch hoffentlich hier, oder? So muss ich da an den Magna-Wachen vorbei. Ich glaube, ich musste an den vorbei, oder?
Hi. Die haben ja überhaupt keinen Bock auf mich, Alter. Die haben ja wirklich überhaupt keinen Bock auf mich. Die stehen nur dafür da. Das sollte man das die Tür kaputt machen, wahrscheinlich, dass sie einen dann angreifen. Dass man am besten kommt, wenn man die vorher kalt macht und dann erst die Tür kaputt macht. Das ist natürlich echt, ja, da haben sie sich was einfallen lassen. Ja, das ist. Ja, da haben sie doch, da haben sie schon. Ist ein bisschen tricky. Man denkt, man kann die Höhle outsmarten, dann wird man nochmal outsmartet. Das ist schon relativ geil. Sowas würde ich mir öfters von anderen Entwicklern mal irgendwie wünschen. Und hier gab es ja auf Kobo ja noch mehr, was ich mich irgendwie, wo man jetzt diesen Greifhaken braucht. Ich weiß nicht gerade, wo es war, aber es gab doch irgendwo eine Stelle. Vielleicht erstmal wieder nach draußen. Zur Werkbank, genau zur Werkbank und dann werde ich mal mein Duellantenset voll vervollständigen. Dass wir mal mit dem ultimativen Duellanten-Drip draußen rumherlatschen. Mit ordentlich Style. Dann was bringt einen schon Skill mit dem Lichtschwert, wenn der Drip fehlt? Ach ja, ich kann auch mal noch mal schnell zu Mosey gehen. Wir haben ja jetzt diesen Gallenstund gekillt, diesen legendären Gegner. Vielleicht gibt es noch eine extra Belohnung für uns. Das wäre natürlich allerliebst. Dann kann ich noch mal gleich in der Werkbank in unserer Kantina unten noch mal wie gesagt, mein Duellantenset vervollständigen. So. Was hier noch fehlt, einfach so als Witz, dass man bei dem DJ sich die Cantina-Musik irgendwie abspielen lassen könnte. Ich glaube, das wäre schon irgendwie ziemlich witzig. So, Mosey. Dieser Gallenschlund ist keine Bedrohung mehr. Gut gemacht. Irgendwie überrascht mich das nicht. Du und BD, ihr seid echt knallhart. Kann ich noch mehr machen? Grüße! Grüße. Dana. Schön, dich zu sehen. Kann ich Hey irgendwas mit Monk, dir tun was kann ich für eigentlich? dich tun? Alles soweit in Ordnung, Monk? Nun ja, jetzt geht es uns gut. Die Raiders haben einige Gäste verschreckt, als sie hier reinkamen, aber wir sind aus härterem Holz geschnitzt. Freut mich. Geht's dir gut? Kerl, mein Junge, ich sage dir dasselbe wie diesen Raiders. Nämlich? Schieß ruhig, aber dann erschießt du den besten Barkeeper auf Kobo. Bis Toll. zum nächsten Mal, Kumpel. War sehr aufschlussreich. Laden. Kauf diesmal was, ja? Ich kann nichts kaufen. Leider, mir fehlt's da. Kann ich mit dir reden? Hör zu, da wir jetzt Partner sind. Partner, was? Geschäftspartner, beste Freunde, nenn es wie du willst. Jedenfalls ist unsere Beziehung eine Investition. Und wir haben größere Fische zu fangen als diese unfähigen Raiders. Ich komme noch zu den Kopfgeldern. Aber wenn meine Freunde Ärger haben, hat das Vorrang. Diese Einstellung wird dich umbringen, Kerl. Aber irgendwie kann ich sie auch respektieren. Yo. Sicker Beat, Kumpel. Sicker Beat. So, ich will mal ganz kurz zu unserer Workbank. Um mal etwas Work abzuheben. Versteht ihr? Wegen Bank und so. Wo war die nochmal gleich? Die war hier drüben. Den Blaster haben wir. Stimmt, wir haben jetzt auch diese neuen Materialien bekommen. Komponenten. Das war der Emitter, glaube ich, ne? Ne, Duelant habe ich hier schon. Duelant. Schalter, Duelant. Genau, Duelant, 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 Duelant. Schalter. Duelant, Duelant, Duelant. Materialien. Der Griff. Wo war das denn? Gut, ebene Gummis war das, glaube ich, nicht. Strukturierte Gummis war das neue, genau. Dann haben wir noch die harten Leder. Einzigartige Nichtmetalle. So, die strukturierten Gummis. Ja, Harte Leder. Einzigartige Nichtmetalle. Weiß-Gold-Verbund, Schwarz-Silber-Verbund, Blau-Kupfer.
Knochen. Perlen. Perlen. Nee, ich bleib bei unserem aktuellen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Aber das Ding sieht echt geil aus mittlerweile, ne? Ein Duelland. Ich frage mich, wessen Set das eigentlich ist, das Duelanten-Set. Ich habe eigentlich so ein bisschen auf Count Dooku gehofft. Aber der Griff ist ja nicht geschwungen. Bei Dookus Klinge war der Griff ja geschwungen. Das ist also nicht das Count Dooku-Set. Das wäre aber schön gewesen, wenn es das gegeben hätte, das Dooku-Set. Die Tür bleibt zu. Sehr interessant. Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Ja, ich habe mich auch schon längst gesehen, Kumpel. Du bist nichts Neues. Wo geht's denn da hin? Aufs Scheißhaus geht's hier. Stimmt, bei der Waldanlage war glaube ich noch sowas, ne? Mit diesen Gedöns, wo man sich jetzt Griffhaken kann, theoretisch. Huch. Hier ist noch eine Tür, die theoretisch eine Rätseltür. Das ist genau von hier aus rechts. Okay. Von mir aus rechts, dort vorne irgendwo, ist doch eine Rätseltür. Habe ich die nicht schon längst? Ist doch die hier, oder? Das ist die. War ich da schon drin, oder? Ja, dann müsste ich sogar schon drin gewesen sein. Ist hier irgendwas? Ah, nee, da war ich sogar schon drin. Die Kiste ist auf. Hab ich gesehen. Bewarten nochmal gleich die Waldanlage. Was ist hier überhaupt? Ach, eine Meditation. Bewarten die Waldanlage eigentlich? Hier hinten ist noch irgendwas. Offener Weg. Wo war die Waldanlage? Die Waldanlage müsste doch irgendwo hier gewesen sein. War die hier? Machtriss. Verbüßete Ansiedlung. Das war das. Ja, hier oben ist noch was. Bei dem Wegpunkt. Kochender Fels. Da geht's noch irgendwo hin. Dann gehen wir mal zum kochenden Fels. Und holen uns da mal noch unsere ganzen Belohnungen ab. Langsam komplettieren wir Kobo allmählich. Das ist, na, gefällt mir. Dass es schon langsam so Form annimmt, dass wir schon etwas erreicht haben in dem Game. Auch das meiste. Der Karte ist schon überall freigeschaltet mit Schnellreisepunkten. Das ist schon irgendwo, na, Fortschritt ist da. Kochender Fels. Kochender Fels. Dahin also. War da nicht schon mal? Das Vorschaubild von dem Punkt, das kam mir relativ bekannt vor. Das ist schon, ich glaube schon ein ganzes Stück her, wo ich da war. Kochender Fels? Alles klar, gehen wir. Ach, hier ist das also. Ah, okay, ich sehe schon. Hallo? Ruhig, Neko. So, tschüss. Den Nervensägen. So, dich kann ich anscheinend irgendwo hinschießen, oder? Wo muss ich überhaupt hin? Okay, ich kann immer bloß einschießen, oder? Oh, da hinten ist ein Vogel. Okay, vielleicht bist du jetzt ein bisschen freundlicher. Mit dem kann ich also reisen, sagst du? Ist hier oben noch irgendwas oder ist das bloß der Vogel? Ist anscheinend bloß der Vogel.
Hi. Stimmt, hier oben waren ja diese Typen mit diesem Strategie-Game, ne? Ich würde gerne wissen, wo ich da hinreisen kann. Ruhig. Braves Mädchen. Na komm her, du großer Arschgeier. Wohin komme ich mit dem? Das war unglaublich. Wo bin ich denn hier? Hier oben. Hier oben bin ich. Nein, das wollte ich nicht. Ah, die Abkürzung ist jetzt endlich freigeschaltet. Ist hier oben irgendwas Besonderes? Ein Machtriss. Den kann ich ja nochmal probieren. Hell. Hilf doch mal bitte das Ding hier. Ist das dein Ernst? Datumirot. Feuer-Ananas. So, Machtriss, was bist denn du für einer? Ich kann das schaffen. Wir hoffen es mal, dass wir das schaffen. Ich hoffe es mal sehr. Auch nicht schon wieder so ein Ding. Kann ich durch die roten Dinger durch? Ich muss wahrscheinlich durch die durch, oder? Na, nochmal probieren hier. Hä? Ich muss... Ah, eventuell außen rum, oder? Kann das sein? Ja, wir müssen irgendwie außenrum. Ah, das ist natürlich auch wieder mal... geil. Du kommst, Prinz, wie immer in dieses Scheißding rein, oder? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht, ohne Scheiß. Nee, du kommst da automatisch immer wieder in diese Barrieren rein. Ich hab halt keine Ahnung wie. Sorry, es tut mir leid. Kann ich mich vielleicht an dem vorbei werfen, also hier vorbei dashen, dass ich dann von hinten heraus dann das aktivieren kann? Eventuell ja, aber das muss ich besser machen. Aber das ist, glaube ich, die Rätsellösung, habe ich das Gefühl. Fast. Am besten wirklich von unten geradeaus hoch. Nein! Man geht immer ein Stück vorwärts. Ah. Das ist natürlich auch... alter Schwede, das ist echt hart. Fast. Ja, das ist ungefähr so die grobe Richtung, wie ich gehen muss. Das ist natürlich auch... alter Finne. Das war zu weit weg. Also zu lang gezögert mit dem Greifhaken. Und das ist natürlich auch wieder mal so ein... Spaß hier, ne? Ah, das macht ja Spaß. Nicht in die Wand, Kell, Alter. Sei doch nicht so doof. Einmal habe ich fast hinbekommen, aber jetzt irgendwie auch wieder nicht. Vielleicht seitlich dann unten durch. Das könnte auch was bringen.
Habe ich so das Gefühl, dass, glaube ich, das ist auch, glaube ich, so gemacht worden, oder? Das ist auch wieder mal allerliebst, ne? Ey, dann reicht mein Sprung nicht mehr. Ich muss wirklich knapp unten durch. Am besten hinter ihnen und dann mit Blick nach oben. Na, das war zu weit eingelenkt. Mit der Kamera. Wer baut denn sowas? Aha, wieder mit der Kamera. Der Kamera war mein größter Feind. Die Kamera ist manchmal der größte Feind. Das ist ja auch, wenn man sich ranzieht, halt nochmal wieder die Kamera nachjustiert. Das ist nicht so schön. Ich kann aber auch mich nach hinten abspringen von den Dingern, ne? Das ist ärgerlich. Einen anderen Weg sehe ich auch gar nicht, außer das hier. So ran. Oh. Ja, was ist das denn? Huch. Ein Kell. Nein, oh, ich war doch schon so weit. Oh, Alter, was ist das denn? Alter Schwede. Hältst du im Kopf nicht aus? Das hältst du echt im Kopf nicht aus. Aber ich würde sagen, dass es machbar ist. Oh. Wieder zu weit weg vom den Haken, ne? Wenn ich jetzt diesen Sprung nicht vor uns so mit der Drehung verkackt hätte, ne? Dann wäre das, glaube ich, drinne gewesen. Oh. Wieder die Drehung nicht hinbekommen. Pirouetten. Um die Ecke auch, dass da so verstromt sein muss. Das ist etwas ärgerlich. Dreh dich doch bitte nicht um, Alter. Ich muss am besten schon im Sprung mich selber drehen, ne? Kannst du denn damit. Wie habe ich das denn vor uns gemacht, Alter? Irgendwie will sich jetzt partout nicht mehr. Im Sprung drehen. Was war das denn? Irgendwie funktioniert es gerade nicht mehr. Das andere wenigstens alles höher wäre, ne? Ja, wieder schön gegen die Stromwand, gegen diese Stromlaserwand. Das rum klappt's aber auch nicht, ne? Ich kann da nicht durchstechen, ne? Die ist
Wenn ich unten durchgehen würde, dann ist alles zu knapp. Dann ist alles zu knapp. Oder ist das wirklich zu knapp? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Eventuell ja. Das klappt, glaube ich, nicht mit unten durch. Och Mann, gerade hat die Kamera gestimmt. Gerade hat sie doch gestimmt. Mal ganz kurz nochmal den Boost holen. Oh, wieder falsch rum. Das gibt's doch nicht. Hinten ist ja sogar ein kaputter Sternenzerstörer. Das ist sehr interessant. Würdest du dich bitte mal... Moment mal. Nee, damit drehe ich mich halt nicht vollständig, ne? Aber damit könnte es eventuell funktionieren. Zu weit weg. Ich muss mit diesem zweiten Sprung irgendwie... Dem Sprung kann ich mich nämlich in der Luft drehen. Diesen habe ich noch vergessen, weil ich so klug bin. Ja, diesmal habe ich es wieder ganz dumm angestellt. Erst den Dash. Ich würde sagen, wie es weitergeht in der nächsten Episode. Und bis dahin, gehabt euch wohl.